Ja, herzlich willkommen vom EduCamp 2014 in Frankfurt am Main. Hier neben mir Marc Scharkinis auf Twitter @mscharki. Ja, worum geht's bei dir heute in deiner Session? Ja, also ich werde eine Session anbieten zum LDL-MOOC. Ein MOOC über die Unterrichtsmethode Lernen durch Lehren. Ich habe heute auch den Entwickler an meiner Seite, Jean-Paul Martin. Und wir werden versuchen vorzustellen, wie man einen MOOC privat veranstalten kann. Privater MOOC, wann startet der und wie ist der strukturiert und wie gestaltet ihr den MOOC? Also er soll Ende April, Anfang Mai starten und gestalten werden wir ihn durch kleine Google-Hangouts mit Experten. Jean-Paul wird die Unterrichtsmethode vorstellen, so als Eröffnung. Und in den Wochen drauf werden verschiedene Sessions gezeigt, die LDL in den verschiedenen Lernszenarien darstellen. Also an der Universität, an der Schule, möglichst auch in der beruflichen Bildung, um einfach darzustellen, wo LDL überall angewendet werden kann. Erklär doch vielleicht mal kurz für diejenigen, die es nicht wissen, was genau ist LDL? LDL ist eine Unterrichtsmethode, die den Unterricht zentral an die Schüler übergibt. Der Lehrer überwacht nur noch, was die Schüler an Unterricht machen und hat zwar die Kontrollfunktion, aber die Unterrichtsfunktion übernehmen die Schüler. Okay, und wie kann man sich anmelden für den MOOC? Es gibt eine Blogseite, ldlmooc.blogspot.de, und dort gibt es ein Formular, da kann man sich anmelden und dann ist man dabei. Okay, also alle anmelden beim LDL-MOOC. Ende April, Anfang Mai geht's los. Würde ich sagen, freuen wir uns auf die Session heute Nachmittag, oder? Und auf viele Teilnehmer beim LDL-MOOC.